Ja, also schönen guten Tag nochmal aus München. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute an unserem IONOS Cloud Backup Webinar teilzunehmen. Mein Name ist Michael Gerb, an meiner Seite der Sebastian Huber, welcher Sie später durch den Live-Part des Webinars auch eben führen wird. Haben Sie Verständnis dafür, dass Sie während des Webinars erstmal stumm geschalten sind? Wenn Sie Fragen haben, würde ich Sie bitten, die in das GoTo-Webinar-Fragenfenster einzugeben. Ein kurzes Feedback hätte ich gerne von Ihnen, wie es denn um die Audioqualität aussieht. Da bitte einfach kurz Feedback dalassen, sodass wir da weitermachen können. Auch hier warten wir einen kleinen Moment, aber das sieht gut aus. So, danke fürs Feedback. An der Stelle machen wir weiter. Schauen wir uns erstmal kurz an, was IONOS generell im Portfolio hat. Also wir sind ja seit geraumer Zeit Distributor für die IONOS Cloud-Produkte. Bei der IONOS Cloud handelt es sich um eine europäische Cloud-Alternative, ganz wichtig. Wir sind hier 100% DSGVO-konform. Natürlich liegen uns alle ISO-Zertifizierungen vor. Und ganz wichtig dahingehend natürlich auch Unternehmenssitz und Rechenzentrum sind in Deutschland. Und am Ende des Tages, wenn man das genau betrachtet, natürlich auch sehr wichtig, dass wir ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Zusammengefasst kann man sagen, dass IONOS alles das bietet, was eine Plattform für MSP-Lösungen benötigt. Das schauen wir auch mal kurz in das Portfolio hinein. Wir haben einmal die Compute Engine für virtuelle Serverumgebungen, die mit wenigen Klicks konfigurierbar ist. Das werden wir dann später auch vom Sebastian sehen. Den S3 Object Storage, der ist ideal für Kunden, die S3-kompatible Massenspeicher benötigen. Heute das Thema Backup as a Service und dann eben abschließend eben noch die Private Cloud mit dedizierter VMware, Hardware eben auch in der Cloud zur Verfügung gestellt. Wenn man sich jetzt eben dieses Cloud Backup von IONOS eben genauer anschaut, wir haben natürlich eine verschlüsselte Speicherung der Daten in dem besagten zertifizierten deutschen Rechenzentrum. Wir haben die Möglichkeit, vollständige oder inkrementelle Backups zu fahren. Das wird der Sebastian dann auch nochmal zeigen. Disaster Recovery natürlich und komplette Restores. Das Schöne ist, das Ganze ist agentenbasiert und bezieht sich jetzt nicht nur auf virtuelle Maschinen, Hyper-V, sondern auch für sämtliche andere Endgeräte wie Windows Desktops und Server oder auch macOS-Geräte. Im Hintergrund läuft eine Acronis Backup-Lösung. Das heißt, auf dieser Technologie basiert letztendlich dieses Cloud-Backup. Und vielleicht hier noch als Hinweis, wir haben hier ein Pay-per-Use-Modell. Auch nur die Gigabyte, die Sie benötigen und backuppen, werden dann auch berechnet mit 7 Cent pro Gigabyte. Das heißt, es fallen keine weiteren Kosten an, keine Lizenzgebühren, keine Grundgebühren, sondern lediglich das, was Sie auch benutzen und backuppen, wird dann letztendlich in Rechnung gestellt. Wir sehen hier kurz auf diesem Screenshot den sogenannten Data Center Designer. Das ist die zentrale Anlaufstelle, wenn ich IONOS Cloud-Produkte im Einsatz habe, wo wir einerseits eben auch virtuelle Maschinen anlegen können in diesem Data Center Designer. Aber für uns ganz wichtig heute natürlich die Backup-Konsole, dem wir einfach jetzt einen tieferen Einblick genießen werden vom Sebastian. Und ich denke, das ist auch der ganz gute Übergang an dich, sodass du uns das Ganze mal kurz live zeigst. Ich gebe dir kurz die Rechte. Sebastian? Man hört mich noch nicht. Jetzt hört man mich. So. Jetzt bist du da. Also, Hat nun das sind wir. geklappt mit der Bitte? Übertragung? Ich Hast du die denke, Moderatorenrechte? ich habe die Rechte. Ihr solltet mich auch sehen. Ich sehe noch nichts jetzt. Jetzt passt es. Perfekt. Wunderbar. Also, wir sind jetzt hier in meinem DCD, im Data Center Designer. Hier ist so eine kleine IT-Infrastruktur, die ich hier zusammengestellt habe. Wir haben hier vorne eine Firewall, wir haben hier einen Webserver, wir haben hier einen Mail-Server, wir haben hier einen Docker-Host, da läuft noch alles Mögliche drauf und wir haben hier ein Ticketsystem, mit dem ich gerade ein bisschen rumspiele.
Das ist eine sehr schöne Geschichte bei IONOS. Das geht wirklich zack, zack, sowas anzulegen. Weil es so cool ist, muss ich es mal kurz hier erwähnen. Heißt, ich nehme jetzt hier mal so einen vorgefertigten Cube. Das ist eine vorgefertigte Maschine in Bezug auf die Hardware. Da ist jetzt ein CPU drin, 2 GB Speicher, 50 GB Storage. Das ist jetzt der kleine, den ich zum Beispiel für eine Firewall benutze. Den kann ich aber auch hoch pushen und dann ganz schnell hier ins Netzwerk mit einbinden und Software installieren. Und ich habe hier den nächsten Server hier im System, mit dem ich spielen kann. Darum geht es jetzt aber heute nicht. Ich wollte es bloß mal schnell gezeigt haben. Um was es hier heute geht, ist die Backup-Konsole. Da muss ich jetzt schnell tricksen, damit die hier auch auftaucht in dem Browserfenster. Einen Moment. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. So, und jetzt sind wir hier in der Backup-Konsole von IONOS und das Ganze natürlich jetzt hier in der Übersicht. Wir sehen, es sind hier zwei Maschinen dabei und ich sehe hier gleich in der Konsole, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. In dem Fall ist es jetzt nicht so dramatisch. Hier hat das automatische Update von dem Agent nicht funktioniert. Der läuft aber weiterhin und wird auch ganz brav gebackupt. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, wie bekomme ich so einen Agent auf eine Maschine, damit ich hier mein Backup in die Cloud machen kann? Dafür gehe ich hier auf Devices. Da sehen wir jetzt hier die zwei Maschinen, die schon drin sind. Und ich kann jetzt einfach hier auf Add Device gehen und kann mir dann für die unterschiedlichsten Systeme Backup Agents herunterladen. Das kann jetzt hier ein Backup Agent sein, den ich hier in der Cloud installiere, muss aber nicht. Also man kann hier ganz genauso für seine Windows Workstation oder für seinen Mac den Agent runterladen. Man installiert den Agent und kann den dann registrieren. Sobald der registriert ist, also auch der im lokalen Netzwerk, sobald er registriert ist, taucht er hier auf und ich habe dann die Möglichkeit, über das Management zu überlegen, wie möchte ich den backuppen. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Backup-Plan für diese zwei Maschinen. Wir bauen jetzt hier mal einen neuen. Dauert einen kleinen Moment. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, mir zu überlegen, wie möchte ich backuppen? Möchte ich das komplette System backuppen? Möchte ich nur bestimmte Volumes backuppen? Oder möchte ich nur bestimmte Dateien und Ordner backuppen? Das habe ich jetzt zum Beispiel bei dem einen Server hier gemacht. Das ist ein Cary Connect. So ein Ding ist sehr schnell aufgesetzt, da brauche ich nicht die komplette Maschine, da nehme ich wirklich nur die Ordner und Dateien des Cary Connect und dann wird das eben gesichert. Und das war es dann auch schon mit der Schwierigkeit. Ich baue den Backup-Plan und dann macht er ganz brav die Backups. So, hier im Backup Storage habe ich dann die Möglichkeit, auf diese Backups zuzugreifen. Nehmen wir jetzt hier mal den Mail Cube. Dann kann ich mir hier die Backups anschauen und ich habe dann hier die Möglichkeit aus dem Backup heraus, beziehungsweise mit aus den Backups, die entstanden sind, falls ich dann das Kennwort habe. Oder auch nicht. Ich gehe dann andermal auf die Suche. Ich habe hier dann die Möglichkeit, einfach die Dateien auszuwählen, die in diesem Backup drin sind. Und kann dann das Ganze wiederherstellen. Wie Sie schon gesehen haben, das Ganze hier ist passwortverschlüsselt. Das heißt, es kann nicht jeder aufs Backup zugreifen, nur weil der vielleicht auf das DCD zugreifen kann und dort hineinschauen kann. Final, natürlich bekomme ich hier auch noch meine Reports, um zu sehen, was alles passiert ist, meine Alerts und so weiter, um dann eben auch reagieren zu können. Also eine sehr einfache Geschichte. Es ist super schnell eingerichtet. Man kann eigentlich nicht viel mehr dazu sagen. Es funktioniert, es ist top. So, dann gebe ich wieder zurück an den Herrn Gerb. Vielen Dank, Sebastian. Ich muss mal kurz die Moderatorenrechte schnappen. Ich habe gerade versucht, dir das zu geben. Sollte. Ja, ich glaube, man sollte auch den Bildschirm wieder sehen.
Das war jetzt eigentlich ein kurzer Einblick in das Thema Jonas Cloud Backup, wie einfach das Ganze zu gestalten ist. Wie könnte das jetzt für Sie als Partner weitergehen? Einmal natürlich wie bei allen anderen Produkten über eines unserer Starter-Kits, wo Sie eine 30 Tage kostenlose Jonas Cloud Datencenter eben Instanz bekommen, wo Sie alles mal ausprobieren können, inklusive einer Stunde Consulting von uns, also dass wir Sie die an die Hand nehmen und das ganze Thema mit Ihnen gemeinsam einfach mal starten. Wenn Sie sagen, okay, Sie möchten das Consulting nicht dazu haben, gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze nur 30 Tage lang zu testen, da individuell auf uns zu kommen. Wir empfehlen aber immer, das Ganze immer innerhalb eines Starter-Kits zu beziehen, sodass wir Sie da wirklich auch unterstützen können. Auch wenn es jetzt beim Thema Cloud Backup, wie gesagt, sehr einfach ist. Es gibt dann auch noch die anderen Bestandteile, die ich vorher erwähnt habe, wo man sicherlich auch die Unterstützung von uns sehr gut gebrauchen kann. Genau. Das war es eigentlich jetzt erstmal in Kürze für das Cloud Backup. Wir würden an der Stelle uns gerne da die Zeit nehmen, um mit Ihnen auf die Fragen und Antworten eben individuell einzugehen, um dann einfach zu schauen, ja, wie wir Ihnen hier weiterhelfen können an der Stelle. Hast du vielleicht die Möglichkeit gehabt zu schauen, ob es dann schon Fragen gibt, Sebastian? Ich schaue, ich sehe jetzt hier nichts. Ich stelle es einfach mal alle, wenn Sie wollen, auf laut, dann können Sie auch gerne mit uns reden. Stummschaltung aufheben. Na? Okay, der Button funktioniert nicht. So, jetzt schau mal. Wenn Sie wollen, können Sie mit uns reden. Keine Fragen? Waren wir so überzeugend? Schauen wir mal, ob hier irgendwo. Das hat funktioniert. Nö, ich sehe hier keine Fragen im Chat. Hier, ich habe eine Frage, die aufgekommen ist. Ich habe das vorhin schon erwähnt, weil jemand auch wieder nach macOS fragt. Möchtest du da vielleicht nochmal drauf eingehen, auf die verschiedenen Plattformen, die wir hier backuppen können? Na klar, magst du mich nochmal zum Moderator machen? Beziehungsweise ich mache das mit mich selber. Mal. Na, komm her. So, Sie sehen jetzt nochmal die. Voilà. Kann ich das Fenster auch irgendwie ziehen? Ja. Sie sehen jetzt hier nochmal die Backup-Übersicht und ich gehe jetzt hier nochmal ganz kurz auf dieses Thema Devices. Und hier sehen wir jetzt dann, welche unterstützt werden. Vielleicht war ich da vorhin etwas zu schnell. Das heißt, wir haben hier Workstation, Windows und macOS. Da können wir uns einfach den Client runterladen. Genauso hier bei Windows Server. Es gibt das Ganze auch für Linux. Für virtuelle Maschinen gibt es, beziehungsweise für die Hosts gibt es hier die Möglichkeit, Agents runterzuladen und für Datenbanken. Und damit habe ich die Möglichkeit, eben ja, fast alles anzubinden, was ich anbinden will. Ich sage jetzt mal fast, falls es irgendjemand noch was ganz Spezielles einfallen sollte. Also hier meine Maschinen zum Beispiel, das ist jetzt hier alles Linux. Es funktioniert hervorragend. Hier war jetzt noch eine Frage, warum ist oder warum, ich weiß jetzt nicht, die Fragen kann ich nicht genau entschlüsseln, warum Kere Connect Backup? Warum Kere Connect Backup? Also grundsätzlich sollte man natürlich den Kere Connect sichern. Und wenn ich den Kere Connect mit den Bordmitteln sichere, dann habe ich ja erstmal das Backup auf der lokalen Maschine, das ich dann wegziehe mit irgendeinem anderen Tool. Und hier in dem Fall mache ich es halt so, dass ich mir diesen Schritt spare. Dass ich nehme nicht die integrierte Funktion, sondern ich nehme halt einfach nur dieses Jonas Backup.
So, keine weiteren Fragen. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Okay. Sie wissen, wo Sie uns finden. Bei technischen Fragen gerne an mich bzw. an meine Kollegen in der Technik. Für vertriebliche Fragen steht Ihnen unser riesiges Vertriebsteam zur Verfügung. Genau. Michi, möchtest du noch was hinzufügen? Sie können auch im Nachlauf, wenn Sie Fragen haben, natürlich noch in den Feedbackbogen da Ihre Fragen eingeben. Ansonsten, wie gesagt, über den Brainshop bzw. die Webseite einfach mal an das Starterkit anschauen bzw. die 30 Tage kostenlose Demo. Wenn Sie das Ganze mal ausprobieren wollen, dann gerne eben mit unserer Unterstützung, wie ich das vorher schon erwähnt habe. Und ansonsten wünsche ich Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Danke für die Zeit und bis bald. Vielen Dank, Danke, Wiedersehen. Sebastian.